liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück nach einer kleinen Pause bei Hogwarts Legacy. Wir sind wieder am Start und sollen heute noch ein bisschen Aufgaben erledigen. Das, was wir eigentlich in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert haben. Nämlich erfolgreich gegnerische Angriffen bei Ausweichrollen gehen und wirken Incendio auf Gegner. 5 Stück. Also, das sollen wir heute mal angehen oder das werden wir auch heute angehen. Ja, kann die Finalrunde. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Versuchen wir es mal. Diesen Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Wir versuchen zumindest. Mit Partner an? Ja, mit Nati, bitte. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. So, diesmal gegen 2 oder wieder gegen 3? Diesen Sieg werden wir auskosten. Natürlich gegen 3. Gegen 4? What the fuck? 2 gegen 4? Oder was gegen der? Ja, gut, versuchen wir es mal. What? In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, klar. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Jetzt müssen wir echt nochmal gegen die Truppe da treten, oder? What? What? Hey, wie schnell sind die? Ja gut, gegen 4. Die sind jetzt... nicht jetzt, nein. Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Ja, wie soll ich gegen 4 antreten? Aber die Aufgabe zumindest... Warte mal, wie weit haben wir sie jetzt irgendwie fertig? Warte mal. Warte mal. Aufgaben. Was machen wir denn? Aufträge hier. Wirke jetzt Handy auf Gegner 5. Ja, wir müssen ja. Also, wir müssen ja eigentlich nicht gewinnen. Wir müssen ja eigentlich nur. Ja, wir machen es weiter. Also, wir werden es weiter angehen, weil ich will die Aufgabe lösen. Wir müssen ja nicht gewinnen. Ah, mit Chris. Okay. Da ist der. Wir müssen es weiter angehen. Ich muss ja nicht gewinnen. Der gekreuzten Stäbe beginnen? Das werden wir dann nochmal angehen, wenn wir stärker sind vielleicht. Bereit für eine neue Chance? Ja. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Wir probieren es einfach nochmal. So. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, ist so. Folge 4. What? Die klemme ich mal kurz im Nu weg. Versuchst du es nochmal? Ja. Nein, ich glaube nicht. Warte mal, doch? Ha. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Du sollst aber mal. Wir warten. Nee, den werden wir auf jeden Fall nicht auch noch schaffen. Hallo. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Du sollst nicht mit dir. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Was machst du von mir? Ja. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor.
Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Erzählt das? Ich wollte eigentlich nicht mit der Puppe trainieren. Das war interessant. Sehr schön. Warte mal. Also. Gewehr. Eins, zwei, drei. Geschafft. Sehr gut gemacht. Gebammt und geschafft die Aufgabe. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ja. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, auf. Frage, zählt das eigentlich? Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. So, Frage. Warte mal, ich habe irgendwas abgeschlossen, das weiß ich. Ich habe gerade gesehen. Aber... Incendio. Jetzt muss ich nur noch die gegnerische Angriffe ausweichrolle. Das wollen wir ja angehen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das Ding gewinnen, sondern ich möchte... So, jetzt will ich nochmal gegen den Typen. Also gegen die Dingsaufgabe. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Ja, ja. Wir sind wahrscheinlich nicht stark genug, um das ohne zu kriegen. Nicht gegen vier gleichzeitig. Ja. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nati. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Ich will ja hier den Expelliarmus-Fluch. Habe ich jetzt irgendwas geschafft und was ausgewichen? Versuchst du es nochmal? Nun gut. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Frage, wie viel haben wir jetzt ausgewichen? Versuchst du es nochmal? Ja. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Jetzt ist gut.
Wir müssen auf Zeit spielen ein bisschen. Ich kann natürlich was machen. Was? Wollt ihr mich verarschen? Die habe ich jetzt abgelenkt oder was? Versuchst du es nochmal? Nein. Ich muss mal gucken, wie viel ich jetzt habe von den Dings. Weil ich will den nächsten Palliamos-Fluch ja lernen. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Ja. Aber. Doch, wir haben die Aufgabe jetzt geschafft oder was? Also zumindest die Dings jetzt. Ja, ich weiß, was da oben was steht. Ja. Ja, haben wir. Gut, wir werden jetzt zu einem Verteidigung der dunklen Künste mal kurz rüber hüpfen. Mehr wollte ich jetzt eigentlich erstmal nicht machen. Warte mal. Ich habe eine Möglichkeit, mich hinzuporten. Schauen wir nicht. Aber dann werden wir das tun. Warte mal. Wir gehen kurz rüber zum Verdanken gegen die dunkle Künste. Ja, wir haben ja die Aufgabe. Das war eigentlich der Gedanke dahinter. Mehr wollte ich eigentlich erstmal nicht. Ich weiß, dass wir jetzt verloren haben, aber du, mein Gott, passiert. Wir lernen heute den Entwaffnungszauber. Expelliarmus! Ich muss überhaupt mal wieder ein bisschen in das Spiel reinkommen. Ich habe schon eine ganze Weile nicht gesagt. Also seit der letzten Aufnahme ist zwischen jetzt gar nichts mehr getan. So. Dafür kommen wir gar nicht runter. Also, okay. Warum auch immer du jetzt da gezaubert hast. Da sind wir. So, okay, jetzt machen wir die Hecke zurück. Machen wir doch glatt mal. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Klar. Easy peasy. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Wow. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Habe ich jetzt tatsächlich gelernt? Oder? Gute ja, Arbeit. Haben wir. Die Gruppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Ja, wir werden mal kurz den Zauberspruch. Ich freue mich schon auf den, wenn wir hier die Todesfliege. Avada Kedavra. Und so, der Imperio, die drei Todesflüche, wenn wir die irgendwann kriegen, da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt brauchen wir erstmal den Expelliarmus-Fluch. Das ist hier unsichtbar, Sings, oder? Warte mal, machen wir den dann Expelliarmus? Lumos. Reparo. Sehe ich jetzt? Ich sehe jetzt gerade noch nicht. Ich jetzt? Was sind die jetzt? Ach, hier. Das ist ein Angriffsfluch, den brauchen wir natürlich. Oh, das war keine Absicht. Den nehmen wir mit. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr auf Angriff gehen. Und damit
Haben wir einen. Sie scheint auf dem richtigen Weg. Aber sie war Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Genau, damit haben wir die Aufgabe. Gut. Wir gucken mal gerade, was die nächste Aufgabe überhaupt abgeht. So, Aufträge. Wir haben natürlich noch keine bekommen. Das Mädchen aus Ouagadou. Trifft sich mit Enlo mit Tatiana, okay. Okay. Die machen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal Kräuterkunde. So, gucke ich mal gerade, was Eulen passiert hat. Wir haben bestimmt irgendwas, wir haben noch was Schönes gekriegt. Looken. Okay, das ist jetzt nichts Wichtiges. Aber Hauptsache, wir haben die Aufgabe. So, dann machen wir mal kurz auf zum Kräuterkundeunterricht. So. Ah, ich liebe solches. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Okay. Ah, hier. Was ist mit dir hier? Hallo, wir kennen uns noch nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Ja, gibt es noch mehr hiervon? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Oh ja, hast du schon mal herausgefunden? Das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. So, wie... Zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Erhellt, beziehungsweise... Gut, Lumos haben wir jetzt gerade nicht drin. Aber ich will jetzt mal die... Ich will ja eigentlich den Kräuterkundeunterricht machen. Also zumindest nicht jetzt. Wir machen in der nächsten Folge, aber... Vielleicht machen wir dann nochmal das, So, da wollte ich hin. So, genau, da wollte ich rein. Okay, da bis runter. Mann! Aber wie gesagt, wir machen das in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, was so im Kräuterkundeunterricht so passiert. Bis dahin. Tschüssi.